Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Ja, wir haben uns Zutritt in die Burg Faring erarbeitet. Ein ehrenvoller Kampf wäre mir lieber. Okay, stehen hier schon... Kann ich die ein bisschen belästigen? Wir haben zum Glück gespeichert gerade. So. Wer ist das hier? Zakosch. Ich will mit dir handeln. Ich will mit dir handeln. Nur Krieger dürfen meine Waffen tragen. Ich bin ein Krieger. Ich bin ein Krieger. Dann beweise es mir. Unten am Berg, bei den Hügeln, gibt es 3 Trolle. Lass dich nicht umbringen. Warte hier. Töte die 3 Trolle in den Hügeln von Faring. Okay, 2 haben wir schon. Rotzow. Was ist los? Sag du es mir. Wenn du kämpfen willst, rede mit Tarok. Wenn nicht, lass mich in Ruhe. Ach, hier ist noch eine Arena. Tarok. Dann Mortis. Wer ist das? Vigo. Wenn du kämpfen willst, melde dich bei Tarok. Er organisiert die Kämpfe. Okay. Machen wir noch? Oder warte, ich quatsch ihn jetzt mal an. Was willst du? Würdest du mich im Kampf unterrichten? Würdest du mich im Kampf unterrichten? Starke Kämpfe. Ich will die schwere Armbrust meistern. Nee, lassen wir mal. Urgosch. Was willst du, Mora? Ich will was kaufen. Ich will was kaufen. Nein, dir verkaufe ich nichts. Wo ist dein Problem? Kein Problem. Du bist ein Morra. Ich verkaufe nichts an Morras. Was verlangst du, damit du mit mir handelst? Was verlangst du, damit du mit mir handelst? Ich brauche 3 Kronstöckel. Bringe sie mir. Dann können wir handeln und uns über Alchemie unterhalten. Alles klar. Hier sind deine Pflanzen. Hier sind deine Pflanzen. Du hast gezeigt, dass du Mut hast und mir helfen willst. Ich werde mit dir handeln. Okay, bring mir was über Alchemie bei. Bring mir was über Alchemie bei. Was kann er? Permanente Tränke herstellen? Komm, machen wir mal. Dazu bist du noch nicht bereit. Ah, okay, Verwandlungstränke muss ich dafür machen. Okay, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Was hat er so im Angebot? Heiltränke, Schwefel, nochmal ein paar Flaschen. Ja, gut. So, Ratzow hatten wir schon. Wer ist das? Tukasch. Was willst du, Mora? Ich will kämpfen. Ich will kämpfen. Dann such dir wen, den du besiegen kannst. Was ist mit dir? Versuch's doch. Tarok setzt die Kämpfer an. Geh zu ihm. Okay, also er ist nur dafür da. Elite-Krieger, normaler Krieger, hier ein Sklave. Wer sind die beiden? Elite-Krieger, noch ein Elite-Krieger. Wenn wir zu hart durchgreifen, haben wir bald keine Sklaven mehr. Ich denke da genauso. Ja, wenn ihr zu hart durchgreift, dann habt ihr keine mehr, das stimmt. Ja, okay. Elite-Krieger. Bär-Krieger. Okay, die Burg hier, Faring. Die scheint doch schon ein bisschen anders zu sein, sage ich jetzt mal. So, hier gibt es wieder Sachen zum Klauen. Lass ich aber noch sein. Also ich klaue hier noch nicht. Vielleicht irgendwann später. So. Alchemietisch. So, Pult. Hier muss er was Neues lernen. Uninteressant. Dann halt nichts. Wie sieht's da aus? Darf ich hier durch? Halt! Keinen Schritt weiter!
Lass mich vorbei. Du bist kein Freund der Orks. Ich vertraue dir nicht. Warte mal. Hier muss ich bei den Orks insgesamt 75 haben. Einen Ruf. Okay. So, Krieger. Elite-Krieger. Also hier ist dann der Anführer der Orks, oder wie? Von allen Orks, die hier alles übernommen haben. Okay, aber warte, wir gehen einmal zum lieben Kollegen da unten nochmal und kümmern uns mal um die drei Trolle, wovon nur noch einer übrig ist. Aber immerhin können wir schon mal relativ weit hoch. Also Faring ist auf jeden Fall dann die Hauptstadt jetzt quasi von den Orks, oder wie darf ich es verstehen? Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Hör bloß auf mit der Scheiße. Ich weiß aber auch noch nicht so, immer noch nicht genau, wem wir uns am Ende anschließen werden. Bis jetzt ist das alles irgendwie noch egal, so wie das mitbekommen. Komm, lass uns zusammen die Trolle töten. Das wird ziemlich übel. Glaub mir, ich hab die Viecher gesehen. Überleg dir das gut. Ist ja eh nur noch einer da. Lass uns Trolle jagen. Gut, probieren wir's. Ich bringe dich hin. Ist ja eh nur noch einer übrig. Da können wir uns dann im Kampf ein bisschen abwechseln, sagen wir so, gegen den letzten. Hier ist es. Ist ja eh nur noch der eine. So. Komm. So, Mitch. Könnte Hilfe gebrauchen. Mitch. Au. Du willst es nicht begreifen, was? Au. So. Dann haben wir gleich alle drei. Ja, okay, jetzt hat er mich einmal erwischt. Mitch. So, komm, jetzt haben wir ihn gleich. Das war jetzt ganz knapp. Vielleicht einmal kurz nochmal mit Mitch reden, bevor es losgeht. Dass er vielleicht den ersten Schlag gegen den macht. Ich weiß es nicht. So, Mitch? Der sagt nichts, okay. So. Du willst es nicht begreifen! Größe ist eben nicht alles! Die Trolle sind tot. Was jetzt? Das wird bei den Orks mächtig Eindruck machen. Ich würde auf jeden Fall erstmal wieder in die Burg gehen. Okay. Ruf in Faring. Nochmal +4. 92 haben wir jetzt. So, das speichern wir.
Wir haben jetzt diesmal keinen Schaden genommen. Haben wir auch die Punkte bekommen dafür, dass wir den gekillt haben? Ich weiß es nicht. So. Die Dodos auch nochmal. Wieso ruckelt das so viel? Ah, da kommt noch einer. So, alle erledigt. So, nice. Und keinen Schaden genommen. Da vorne haben wir noch einen Dodo, aber ich will jetzt erstmal hier alles einsammeln. So, Heilpflanzen. Hier waren die ganzen Schnapsbären, also wirklich. Hier hätten wir die alle gekriegt. So, wie viel brauchen wir noch für die nächste Stufe? Okay, die haben wir schon gleich. So, gab es hier nicht noch mehr irgendwo, irgendwie was zum Sammeln? Na, okay, hier bei den Trollen nicht. Gut, dann den letzten Dodo da hinten. Ach so, das sind ein paar mehr. Das waren gleich drei, okay, immerhin. Bisschen mehr Fleisch für uns. Gut, dann sagen wir mal oben in der Burg Bescheid, dass wir die erledigt haben. Dann müssten wir jetzt gleich wieder einen Levelaufstieg haben. So, nutzen aber auch einmal kurz das Lagerfeuer. So. Und es kommt noch schlimmer. Mitch, aus dem Weg. Ich will zuerst Bescheid sagen, dass ich die erledigt habe. Trotzdem, ich stelle mir die Frage, wie lange eigentlich auch die Story hier insgesamt dauert. Klar, wir hätten auch einfach rein theoretisch uns für eine... Die Trolle sind tot. Du hast gehandelt wie ein Krieger. Du gibst mir Ehre, wenn du meine Waffen trägst. Okay, Level up, nice. So, was kannst du mir beibringen? Kannst du mir was beibringen? Du hast bewiesen, dass du ein großer Krieger bist. Aber das reicht nicht, um ein guter Schmied zu sein. Um den Stahl zu formen, musst du vor allen Dingen stark sein. Siehst du diesen dicken Stein dort hinten? Wenn du ihn hochheben kannst, bist du stark genug. Okay, was hat er aber für Ware? Zeig mir deine Ware. Und es kommt noch schlimmer. So, was hat er hier? Ein ordentliches Stück Fleisch, wenn so, seltene Rüstung halt. Was? Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Der macht aber viel zu wenig Schaden. Unser Schwert macht mehr Schaden als das hier. Das ist eben so. Und es kommt noch schlimmer. So, da hinten ist ein großer Stein. Okay, ich will mal hoffen, dass ich den tragen kann. Mühlstein. Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Das ist zu schwer für mich. Warte mal. Das sagst du. Wie viel Stärke brauche ich dafür? Das ist zu schwer für mich. Ich weiß nicht, ob du damit speicher nochmal und dann frage ich nochmal, was für eine Stärke brauche ich dafür? Ach, halt doch dein Maul. Zakosch? Richtig, aber trotzdem geht das nicht so weit. Wie viel Stärke brauche ich denn? Warte mal. Stärke haben wir 224 und das reicht nicht. Muss ich Stärke 300 haben? Irgendwann ist doch das vorbei. So, dann rede ich mal mit Parker. Würdest du mich ich will in der Arena kämpfen. Ich will in der Arena kämpfen. Meine Kämpfer kämpfen nicht gegen Morass. In deiner Arena kämpfen doch Menschen.
Sie haben Stärke und Mut in den größten Arenen der Welt bewiesen. Wenn du getan hast, was sie getan haben, darfst du hier kämpfen. Wann lässt du mich kämpfen? Wann lässt du mich kämpfen? Wenn du die große Arena in der Wüste gewonnen hast. Sie ist in Morasul und nur die besten Krieger verlassen sie lebend. Ich habe die große Arena von Morasul gewonnen. Ich habe die große Arena von Morasul gewonnen. Dann bist du wirklich ein großer Krieger. Meine Kämpfer fühlen sich geehrt, sich mit dir messen zu dürfen. Warte mal. Speicher noch einmal und dann rede ich mit ihm nochmal. So, ich will jetzt kämpfen. Ich will in der Arena kämpfen. Kämpft mit Vigo! Richtig, aber trotzdem geht das nicht so weiter. So, besiege Vigo in der Arena. Wie schwer ist denn der? Dann zeig mal, was... Yo, wieso... Wieso trifft er mich jetzt die ganze Zeit? Yo, den haben wir. So, sein Schwert nehmen wir auch noch mit. So, kann ich mit Vigo noch mal reden? Nachdem ich gegessen habe, vielleicht? Oh, mein Kopf. Vigo? Okay, ich kann nicht noch mal mit ihm reden. Aber ich speichere das noch mal. So, Tarok. Vigo war kein Gegner. Vigo war kein Gegner. Beim nächsten Kampf gib mir einen echten Gegner. Ja. So, nochmal 1000 Erfahrung. Ich will in der Arena kämpfen. Tukash wird kämpfen. Der Sieger hat Ehre. Okay, nehmen wir Tukash die Ehre weg. Jetzt kannst du zeigen. So, komm. Ja! So, was hat er? Kruschpach. Nochmal 1000. Und ruf bei den Orks nochmal. Okay. So, jetzt müssen wir wieder was essen. Wir müssen auf die Jagd gehen, was Essen angeht. Wir brauchen wieder Fleisch. Sehr viel. Oh mein Schädel. Okay, ich kann nur noch Taschendiebstahl bei ihm machen. Speicher noch einmal. So, nee, wo? Wo ist er hin? Tarok. Tukash war zu schwach. Tukash war zu schwach. Du bist ein guter Kämpfer. Gegen dich zu verlieren ist keine Schande. Ich bin bereit, in der Arena zu kämpfen. Ich bin bereit, in der Arena zu kämpfen. Du kämpfst gegen einen Menschen. Mortis ist ein starker und gefährlicher Krieger. Kämpft gut. Ja, mal gucken, wie gut der ist. So, Mortis. Komm her. Okay, da war der Ork schwieriger. Der Ork war schwieriger, wirklich. So, ruf bei den Orks nochmal plus 2, 21. Kriegen wir da. Wie kriegen wir eigentlich allgemein so mehr Punkte? Oder ruf bei den Orks?
So, Mortis. Komm, wir essen noch mal was. Speichern vielleicht noch mal. Scheiße, tut das weh. Okay, mehr kann er auch nicht sagen. So, Tarok. Mortis ist besiegt. Mortis ist besiegt. Jetzt bist du der stärkste Mensch in meiner Arena. Nur wenige Menschen haben es so weit geschafft wie du. So, ich will gegen den Besten kämpfen. Ich will gegen den Besten antreten. Du hast Mut. Du forderst Rutzer. Er wird zu dir in den Ring kommen. Wenn du diesen Kampf gewinnst, bist du mein Champion. Nice. So, Rotzov. Okay, der kommt sogar noch mit einer Armbrust. Niemand bis. So, wo hat der mich jetzt getroffen? So. Was hat er denn hier? Ork-Armbrust, okay. So, sein Kruschewarok nehmen wir auch noch mit. Wohl, Essen brauchen wir jetzt nicht. Wir können einfach gleich pennen gehen. Das habe ich aus Versehen gegessen. Haben wir auch Stärke dazu bekommen? Stärke 224. Hatten wir nicht 23 Grad gehabt oder war das genauso? Meine Knochen. Okay, mehr kann ich hier nicht machen oder sagen. So, Tarok. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Du hast meinen Respekt. Von nun an wird sich jeder in dieser Arena an deinen Taten messen. Als Gladiator hast du alles erreicht, was ein Krieger erreichen kann. Okay, nochmal 1000 Erfahrung. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Würdest du mich im Kampf unterrichten? Das kann er nochmal beibringen. Nichts Neues. So, 22 Lernpunkte haben wir. Ich weiß, aber ich bin mir immer noch nicht sicher, in welche Richtung ich gehen will. Also eigentlich will ich das hier machen. Also zusätzlichen Schaden gegen Kreaturen Belias. Und Regeneration. Da brauche ich aber Stärke 300. Und wo kann ich das hier lernen? Das weiß ich nicht. Wer ist das? Koratz. Wenn du was kaufen willst, brauchst du Gold. Ich will in die innere Burg. Ich will in die innere Burg. Kein Morra kommt in die innere Burg. Befehl von Khan. Warum? Weil du störst. Der Krieg ist noch nicht vorbei und so lange kommt kein Morra in die Burg. Okay, erzähl mir was über. Erzähl mir was über... Tarok. Tarok. Tarok ist der Arenameister. Bei ihm kämpfen die besten Krieger der Orks. Du willst dort kämpfen? Dann zeige ihm, dass du gut bist. Wie? Die Morras in Taroks Arena haben in vielen Arenen unseres Reichs gewonnen. Wenn du soweit bist, wird er dich kämpfen lassen. Und was mit Urgosh? Urgosh. Er ist unser Schamane. Er kennt die Kraft der Pflanzen und der Magie. Er wird sich nicht mit dir abgeben. Er mag keine Morras. Wie komme ich an ihn ran? Frag ihn. Er wird dich prüfen, bevor er sich mit dir abgibt. Zakosh. Viele wollen eine Waffe von Zakosh. Seine Klingen sind stark und scharf. Genauso stark wie sein Stolz. Und das heißt? Er gibt seine Waffe nur Kriegern, die er für würdig hält, sie zu tragen. Viele Krieger müssen große Taten begehen, bis er ihnen erlaubt, seine Waffen zu tragen. Okay, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Was hat er so? Magierstab? Amulett? Hier haben Steintafeln mit altem Wissen. Die will ich. So, ich verkaufe ihm das und das. So, habe ich hier irgendwas, was ich nicht brauche? Verwandlungs... Ja, ich scheiße auf die Verwandlungstränke. Die brauchen wir ja nicht. So, hier haben wir...
Sklaventod, Ork am Brust, die brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Ein Bastardschwert. Dann kann das hier weg, das und das. Goldwert, was? Wir kriegen 7000 von ihm? Für was? Für den Bastardschwert kriegen wir 4480. Und dann für die Bartaxt 1960. Okay, wir müssten mehr solcher Waffen hier kriegen. So, Kult will ich einmal lesen. Hier steht nichts Neues. Wow. Darf ich auch einmal an den Pult, Koratz? Ich würde gerne an den Pult dürfen, ja? Ich denke da genauso. Ich finde schön, dass da die Holzplatten da schön ein bisschen ineinander glitschen mit den Steindingern. Koratz, kannst du bitte einmal da rüber gehen, ja? Ich möchte deinen Pult lesen. Oder auch nicht. So, was gibt's denn hier? Waren wir hier schon drinne? Ja, hier waren wir schon drinne. Oder was ist hier? Hier gibt's Betten. Okay, hier sind wir wieder auf der Mauer. Zu was tanzt er? Hier trommelt ja keiner. Oder was ist hier? Ach genau, hier war nichts. Er kann's hochheben. Ich aber immer noch nicht, glaube ich. Das ist zu schwer für mich. Okay, das werde ich bisher erstmal noch nicht lösen können. Was ist Mortis? Hat nichts Neues. Okay. So. Gna. Kann ich auch noch nichts Neues mit ihm reden? Er hat keinen Namen. Ali will nicht mehr mit uns reden. Gorok, kann ich auch noch nichts Neues sagen. Wilson? Bring mir was über die Jagd bei. Irgendwann ist noch was. So, könnten wir auch machen eigentlich, das oder das? Großwildjäger? Obwohl Großwildjäger, da können wir noch mehr Sachen verkaufen. Trotzdem gefällt mir das Ganze gar nicht. Nee, ich mag das noch nicht. Blind? Kann ich auch noch nichts Neues sagen. Was kann denn schon groß passieren? Ne, so hier. Die Burg von Faring. Kann ich ja noch nicht. Schmieden Faring, Wolfsfälle für Gnar. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Unten im Wald gibt es einen Haufen Wölfe. Gnar will die Fälle gerne annehmen. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Richtig, aber trotzdem so, okay. Geht das nicht so weit. Wir sind ja hier in Faring, Gotha haben wir keine Missionen mehr. Hier, Candela soll nach Okara gehen. Jage die garstigen Schattenläufer, Okara braucht mehr Männer. Hier, befreie Sinn von Orks, der Kriegsherr Umrak will den Tod von Rebellen. Patlots verschlammte Werkzeuge, Innok lässt Heim die Sklaven frei. Kadis jagt nach einem neuen Sklaven zu Sylden. Tötet den Stadtschaman Grompel, tötet die entlaufenen Sklaven aus Sylden. Bringe mehr eifrige Sklaven zur Gold. Gerne ist das Sinan, das Mirzo, die sieben alten Ringe. Hammer. Hamax hat Fakt, plündere die Blockfehle, plündere die Höfe. Töte die Kühe des Viehhofs, wie loyal sind die Ork-Söldner? Hier die Truhe des Alchemisten, vernichte den Rebellen unter Brunnen Kapun und befreie Kapun. Hier, erledige die scheuen Hirsche, die haben wir immer noch nicht geschafft. Ich glaube, wir machen uns, nachdem wir einmal schlafen waren, würde ich sagen. Ich habe jetzt wenig Lust, hier
durch den Regen zu laufen. So, Bett. Ich will immer noch die scheuen Hirsche finden. Denn es sind ja, glaube ich, gesonderte Hirsche, da wirklich mit Namen scheue Hirsche. Kann ich mit ihm nochmal reden, Connor? Nee, der hat nichts Neues. Und was für einen Ruf haben wir jetzt noch mal bei den Rebellen? 33. Wie erhöhen wir den Ruf bei den Rebellen? Noch ein bisschen weiter. Ich hätte gern die nächste Rebellenrüstung. Und wo sollen die Wölfe sein? Oder wir gehen mal nach Vanguard. Beziehungsweise vor die Stadtmauern Vanguards, würde ich sagen. Wir brauchen ja jetzt auch wieder nicht mehr so viel bis zur nächsten Stufe. Vielleicht speichere ich auch einmal hier kurz unterwegs, wenn wir dahin gehen wollen. Okay, hier haben wir einen Wag. Ah, Buckel. Ja, mich stört das wirklich mit diesen Ruckeln von dem Spiel. Bin nur an euch vorbei jetzt erstmal. Wie viele Bugs hier einfach sind. Tot oder untot? So, nochmal zwei Dietriche, perfekt. Bei denen kommt man eh nicht an die Schwerter ran. Okay, das erklärt auch bei der einen Mine, warum wir nicht an das Schwert kommen konnten von denen. Da geht's nach Adair. Was war da? Rostige Streitaxt. So, und das ist wahrscheinlich der Haupteingang in die Stadt nach Vanguard. Oder war es mal zumindest. Hier nochmal eine Waldbeere. Wieso ist mein Leben jetzt auf einmal so niedrig? Lag das daran? Jo, tatsächlich. Okay, wieso ist mir das vorher nicht aufgefallen? Das Ding macht einfach Schaden. Das heißt, hier kommen wir nicht dran vorbei. Wir müssen wieder zurück. An den Wag vorbei. Dann müssen wir den langen Weg nehmen. Oder hier rum. Da, wo die Orks sind. Ich speichere nochmal. Die Frage ist nur... Greifen die mich an oder lassen die mich in Ruhe?
Wieso bin ich jetzt so richtig langsam hier? Es sind aber auch viele Orks hier. Ich werde dich zertreten wie einen Wurm. Bleib stehen, Morat. Ich bleibe doch stehen. Kann das sein, dass der mehr Schaden hat? Nö. Hä? So, alles mitnehmen. Und sein Crushed Tarach nehmen wir auch noch mit. Und nochmal was futtern. Dann sehen wir mal zu, dass wir den nächsten anlocken. Dann können wir hierum auch alle mal wegmachen. Wo könnten ein bisschen viele sein? Ich mach dich in Stücke. Ich stehe. Okay, der ging schnell. Der ging sehr schnell. So, nochmal speichern. Komme ich vielleicht auch anderweitig an den vorbei? Nein. So. Das waren jetzt halt nur die beiden, die... Ah, hier haben wir wieder einen Weg. Das führt direkt nach Adea. Okay, dann lassen wir die Orks da unten mal in Ruhe. Haben wir nur zwei erstmal erledigt. Und hier vorne, das ist alles dessen Lager. Und da ist der alte Turm. Okay, wir sind im Grunde schon... Wo kommst du denn her? Kommt da noch einer? Nö. Ah, hier sind noch mehr Dodos. Hi. Wieso trifft der mich jetzt andauernd? Und noch mehr Dodos. Na, wo kommt ihr denn her? So, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Wo kommen die her? Wo kommt der denn jetzt her? Wieso? Aber jetzt will der auch nur wieder Stress. So, das müsste jetzt aber zu Ende sein mit denen, oder? So. Nehmen wir auch wieder alles mit. Hier haben wir eine Höhle. Zombie.
Einmal kurz speichern. Haben die Goblins einfach mal eine Höhle von Zombies hier bewacht? Immerhin keine Mumien. Die Mumien, die waren heftig, wie die hier nur am Boxen waren. Da noch einer? Ja, da kommt noch einer. Aber die sind zum Glück langsam. Das ist mein Vorteil bei denen. Auch relativ viel Erfahrungspunkte auch, eigentlich 200 jedes Mal. So, nochmal speichern. Okay, wer kommt jetzt? Wieder ein Zombie, gehe ich mal von aus. Eigentlich habe ich genug von denen. Und noch ein Skelett. Okay, das sind ein bisschen viele. Nein. Kurz irgendwie Abstand gewinnen. Einen Moment. So. Alter, boah, jetzt erschreckt der mich jetzt. Nein! Wo kommt der denn her? Alter, hab ich mich jetzt erschrocken. Ich hätte nicht Outlast spielen dürfen. Ich bin so schreckhaft aktuell. So. Ich hoffe dann, dass wir... Das war jetzt aber gerade ein Schrat, ne? Was uns von hinten angegriffen hatte. Hier hinten. Und ein Ripper. Da! Da! So, der sich hier einen Dodo gegönnt hatte. So, Fleisch wird auch wieder weniger. Kümmern wir uns erstmal um den Schrat hier hinten. Vielleicht ist das auch mit einer Quest verknüpft. Weil den Weg, den hatten wir bisher, glaube ich, noch gar nicht gegangen. Kann das sein? Hier sind Wölfe. So, jetzt kommt der Kollege hier. Ja, ist ein Schrat. So, die geben sogar 300 Punkte. So. Speich mal, da sind bestimmt noch mehr Sprate. Ein einzelner kann das nicht sein. Da. Ist tatsächlich noch einer mehr.
Das fand ich super. Der hat mich von da oben nicht getroffen. Baumstamm? Womit denn? Ah, okay. Wir können hier auch sägen. Jo, da oben ist auch noch wieder einer. Also bis jetzt 4 Schrate. So, Stahlkeulen nehmen wir mit. Der bemerkt uns jetzt nicht mehr, okay. Hier gibt es bestimmt noch mehr. Wer hat mich von wo gesehen? Ah, hier. Ein Goblin. So, sein Knüppel nehmen wir auch noch mit. So, Flammenbeere. Schlangen, aber die tun uns nichts. Immerhin. Hör ich hier noch ein Tier? Ich glaube, abgesehen von dem Ripper war hier jetzt nichts. Oh, doch, hier der Doro, also der Scavenger. Unmöglich. Unmöglich, Schlösser können wir noch nicht knacken. Gut, der letzte Schrat. Oh. Nice, wieder ein Level up. Jetzt haben wir 33. Was machen wir jetzt mit den Punkten? So, einmal was futtern. Und speichern. Und dann gehen wir mal an den Wölfen vorbei. Die Höhle machen wir vielleicht ein andermal. So, Sonnenkraut. Vielleicht sind wir schon in der Lage... Okay, nice. So. Wolfsfälle müssen wir ja sammeln. So, nochmal was futtern. Vor Kapdun, da waren ja jede Menge Wölfe. Dann von Kapdun aus einige Wölfe hier, Wolfsfälle sammeln. Da haben wir noch ein Stück Fleisch. Nicht das Gebiet? Ah, ja. Hier sind wir. Ich weiß jetzt nicht, ob wir schon in der Lage sind, gegen den zu kämpfen. Ich will es mal riskieren. Vielleicht sind wir schon. So, der gibt auch 2 Fleisch. Nice, okay. Wir sind schon in der Lage. So, nochmal was futtern. Ich weiß jetzt, wo wir sind. Jetzt ist nur die Frage, wo sind die scheuen Hirsche? So, das müsste dann nach Kapdun gehen, da wo die Wölfe sind.
haben wir auch noch einen. Und noch eine Blutfliege. So, die können uns eh gar nichts mehr. So, komm. Nice. Ah, diese Ruckler. So, gibt's hier sonst irgendwie Tiere, die ich jetzt noch nicht gefunden habe oder die scheuen Hirsche noch nicht erlegt habe? Hat sich hier irgendwas gerespawnt? So, Lagerfeuer würde ich vielleicht mal benutzen. So, wieder 12 rohes Fleisch. Finde ich schon mal gut. So, Brenton. Nichts Neues. So, da ist die Treppe. Kann ich bei Gelfort irgendwie... Zeig mir deine Ware. So, warte mal. Obwohl wir die rostigen Schwerter, die Dinger, dann kann das weg, das hier, das und das. Hier haben wir nichts. Krankheit heilen kann er haben. Eislanze darf er haben. Hier Hörner dafür haben, die Dinger dafür haben, Wildschweinfell dafür haben, Wolfsfelle sammeln wir, Wildschweinhauer dafür haben, Zähne dafür haben. So. Goldausgleich. Was haben wir hier jetzt für eine Rüstung? Das ist die Rebellenrüstung. Also zeig mir deine Ware. Also, nicht die, sondern die hier. Was bräuchten wir dafür? Noch nicht. Beweise erstmal, dass du es auch wert bist. Zu wenig Ruf bei den Rebellen, 40% erforderlich. Und hierfür dann 60. Noch nicht. Beweise erstmal, dass du es auch wert bist. Okay, wie erhöhen wir unseren Ruf bei denen? Haben die noch andere Aufgaben? Wie sieht es hier eigentlich jetzt mit den... Da haben wir einen normalen Hirsch. Aber wir haben keinen... So, den haben wir. So, den haben wir auch. Wir brauchen mehr Pfeile. Jetzt habe ich bei Gelfort nicht geguckt, ob wir da Pfeile kaufen können. So, aber wo sind die ganzen Hirsche hin, jetzt ehrlich? Also, die scheuen Hirsche meine ich jetzt. Ich weiß nicht immer, wie viele wir von denen schon gesammelt haben.
ein Huhn. Haben wir im Visier, okay. Huhn lassen wir in Ruhe. Hier sind die auch schon mittlerweile gespawnt alle. Unten am Strand waren wir schon da? Jetzt komm! Ach, jetzt verarsch mich doch nicht hier. Ich brauch dein Fleisch. Verarschen. Ja. So. Und apropos, wir haben ja hier Dingens eingesammelt. Hier. Kriegen wir nochmal 3 altes Wissen. Wofür brauchen wir noch eigentlich altes Wissen? Hierfür nicht. So, altes Wissen bis 200. Okay, 250. Wir haben nun 89 davon. Vielleicht müssten wir auch noch mal zu den Alchemisten hier runtergehen. Nicht zum Alchemist, zum Schmied. Zu Clinton, glaube ich, hieß er. Tut mir leid, ich habe seinen Namen vergessen. Aber ich würde wirklich lieber jetzt erstmal noch in Schmied gehen. Besser. So, Cliff. Schmieden. Bring mir was über das Schmieden bei. So, wie kann ich schwere Rüstung richtig nutzen? Dazu bist du noch nicht bereit. Okay, da fehlt mir noch ein bisschen was. Gut so. Aha. Weiter so. Aha. So, jetzt haben wir noch 17. Wie kann ich schwere Rüstung richtig nutzen? Die meisten machen den Fehler und ziehen die Rüstung nicht richtig an. Alle Teile der Rüstung müssen miteinander fest verbunden sein. Nicht so stramm, dass du dich nicht mehr bewegen kannst, aber so straff, dass die Rüstung keine Schwachstellen mehr besitzt. Okay, Rüstung verbessert, gelernt. Wie verbessere ich meine Rüstung? Am Amboss hoffentlich. Ne, hier kann ich Meisterschwert machen. Meisterschwert. Ich müsste mehr auf Jagdgeschick gehen auf. So, Schleifstein. Das bringt nichts. So nicht. Das bringt nichts. So. Wasser fast ein bisschen was trinken. So, Kopper? Nee. Norris? Würdest du mich im Kampf unterrichten? Weiter so. Komm, machen wir mal. So, und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir uns mal auf die Jagd nach den Wölfen, die dort oben sind. Wir haben jetzt wieder Lernpunkte auf 0. Aber wir haben trotzdem ein bisschen wieder was. Und. Ah, hier, das haben wir gemacht. Das haben wir gemacht. Rüstung verbessern. Der Held hält einen Rüstungsbonus auf alle Rüstungen.
Okay, nice. Dann ist das hier nur noch, was fehlt. So, Schmiedekunst. Wie viel haben wir Schmiedekunst jetzt? 60, okay. Den können wir dann auch noch machen. Waffen aus reinem Erdschmieden. Müssen wir gucken, wo wir das machen können. Dann haben wir das hier auch voll. Wie das hier. Dann haben wir den zweiten Talentbaum hier fertig. Wir brauchen den Schmiede, wenn wir den hier haben, da brauchen wir in Schmiede nichts mehr investieren. So, dann ist das nächste, was ich machen wollen würde, entweder das hier. Bogenschütze, Meisterbogen, Großwildjäger, Orkjäger und Diebestalente. Vielleicht hier auch nochmal ein bisschen was rein. Das wird eh am meisten, am längsten dauern. Und das hier würde ich dann eigentlich als letztes fertig machen wollen. Weil Magie nutzen wir nicht. Hier will ich das nur wegen den hier Klinge vergiften und halt Giftpfeile und Feuerpfeile herstellen. Vielleicht Sprengpfeile, weiß ich nicht. Scharfe Pfeile herstellen. Alles, was man braucht, ist ein Alchemietisch, ein Rezept, die Zutaten und das Wissen um die Herstellung. So. Aber als nächstes, wenn das hier fertig ist, machen wir Jagdtalente und Diebestalente und auch ein bisschen Kampftalente. Alchemie-Talente werden wir auch noch machen. Aber auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.